Wirtschaftsminister Robert Habeck hat die Ampel zu einer großen Kraftanstrengung aufgefordert, um die Koalitionskrise zu überwinden. Die Regierung sei in schweres Fahrwasser geraten, sagte Habeck in Berlin. Zugleich sagte er, Zitat, dies ist die schlechteste Zeit, dass die Regierung scheitert. Der Vizekanzler verwies auf die Lage in der Ukraine, die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA und die schwierige wirtschaftliche Lage in Deutschland. Habeck machte deutlich, dass er eine Einigung über den Bundeshaushalt 2025 für möglich hält. Die frei gewordenen Intel-Milliarden, die eigentlich im Klima- und Transformationsfonds vorgesehen seien, könnten einen Beitrag leisten, um die Haushaltslücke zu reduzieren, so Habeck. Das ist ein Entgegenkommen Habecks Richtung Finanzminister Christian Lindner. Der kriselnde Intel-Konzern hatte den Bau eines Werks in Magdeburg verschoben, den Deutschland fördern wollte. Vorgesehen waren milliardenschwere staatliche Fördermittel.